Grüß dich, Andi. Der Vater der Pimpfe. Dies wird eine Videoantwort für dich und auch an euch. Hallo YouTube. Ich zeige heute mein EDC. Das habe ich in der Hosentasche zusammen mit Haus- und Briefkastenschlüssel und diversen Fahrradschlüsseln. Sogar mit so einem No-Name Multitool, was ich geschenkt bekommen habe vom Super Hanno, kann man die heiße Tasse, den heißen Topf von der Glut nehmen. In dieser Jahreszeit habe ich eine Thermoskanne immer dabei. Hier habe ich ein Fahrradlicht dran montiert an den Rucksack. Das dient dann auch gleichzeitig in nebligen Verhältnissen, wenn man Fußweg irgendwo laufen muss, auf einer Straße. Als Nebelschlussleuchte quasi. Als Taschenlampe habe ich diese kleine Pearl hier dran. Die habe ich mit ein Stück Fahrradschlauch ummantelt, damit sie sich nicht selber anschaltet. Ist eine klasse kleine Taschenlampe, die sich eben auch durch die Solarzelle selber auflädt. Aber das eigentliche EDC ist in so einer kleinen Hüfttasche, und die schmeiße ich normalerweise in den Rucksack. Aber wenn ich auch keinen Rucksack mitnehmen würde, dann kann ich die gut mitnehmen. Und die packen wir jetzt mal aus. Hier draußen bammelt Salz, eine Portion Bohnenkaffeepulver und 2 Meter Paracord als Zughilfe. Und hier drin habe ich so eine Art altes Portemonnaie. Gucken wir gleich nochmal rein. Das habe ich ja schon mal in meinem Mega EDC gezeigt. Inzwischen habe ich mich schon reduziert. Ein Messerschärfer, ein Müllbeutel, um auch mal Müll mitzunehmen oder sich schnell mal eine zweite Wetterschutzhülle zu basteln. Hier habe ich in dem PET-Container nochmal eine Portion Karo-Kaffee mit 2 Stevia-Süßstofftabletten drin. Schuhputzzeug mit inklusive Schwamm. Und jetzt gehe ich noch an die andere Tasche ran. So, eine Packung Streichhölzer. Und Ohrstöpsel. Die sind ganz gut auch in der Bibliothek, wenn man was lesen will. Für das Smartphone habe ich hier Kopfhörer. Damit kann man auch im städtischen Bereich dann besser den Anruf hören. Ein klein bisschen Seife und Zahnseide. In diesem Portemonnaie habe ich standardmäßig immer etwas Klopapier anstelle von Geldscheinen, ein Wattepad in Wachs getränkt, ein Feuerzeug hier drin, ein paar Münzen, nochmal ein paar Teebeutel, ein Teesieb und das Wichtigste, wollen die Leute doch immer wissen, die so ein Messer verliebt sind, wie wir alle, ist natürlich bei mir innen das kleine Udo Poco, das für die meisten Aufgaben für mich ausreicht. Das ist hier in der Nähe des Körpers immer schön warm, also auch wenn ich es ohne Handschuhe mal benutzen will, ist es nicht alles kalt, weil es im Rucksack gelegen hat. Scharf, wenn es seine Schärfe verliert, da habe ich ja den Messerschärfer dabei. Also, man muss schon sagen, dass ich mein EDC etwas verkleinert habe. Ah, und du hattest gesagt, dass wir ungefähr 3 bis 10 Minuten dieses Video machen. Da muss ich doch mal auf die Uhr schauen.
Das ist meine Casio Uhr mit Beleuchtung und Wecker. Kleinen Augenblick. Also, die hat 10 Jahre Batterieleben. Ich denke mal, das wird reichen. In diesem Sinne, danke für diese Challenge. Freue mich, dass ich das noch hingekriegt habe, jetzt vor der Prüfungszeit. Wünsche euch allen alles Gute. Ciao.